Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, das Mittelalter. Wir sind in einem fremden Dorf und wir reisen eigentlich nach Süden. Und haben jetzt aber hier ein fremdes Dorf gefunden, was ich ziemlich cool finde. Wir waren aber noch nicht fertig, es zu erkunden. Gucken wir doch nochmal. Ob es hier noch irgendwas für uns gibt, aber das Dorf hier ist relativ... Es ist irgendwie ganz putzig. Aber irgendwie auch nicht so dolle. Finde ich. Ich habe schon dollere Dörfer gesehen. Oh, ein Kind. Das hat mich erschreckt, wie das schnell da rausgeflitzt kam. So. Jetzt ist auch das Kind in der Lage, nach draußen zu kommen. Das ist ja cool. Hat aber auch nichts. Das Kind ist ein armes Kind. Da habe ich jetzt nicht mal irgendwie eine Kiste, wo ich hier mein Zeug reinknallen kann. Na gut. Aber cooles Dorf. Soweit. Nicht das coolste Dorf ever, aber hier hinten sind die Felder. Und da haben sie auch noch Wege, und da ist noch eine Brücke. Über die gehen wir natürlich nochmal. Auf unserem Weg nach Südwesten. Ja. Hier ist auch noch eine Brücke. Die ist also fast eine Brücke. Es ist eine Zwergbrücke. Die hat halt eine Wasserstelle dazwischen. Es ist eine nicht ganz astrein zwergig saubere Brücke. Oh, da ist ein Sumpf. Ist das da noch ein Dorf oder sind das... Nee, das sind Bäume. Na gut. An dem Sumpf gehe ich dann mal entlang. Weil wenn du in den Sumpf reingehst, dann... dann bist du meistens erstmal drin eine Weile, ne? Da sind Schweindals. Da gibt's nochmal Kohle. Ja, könnte man. Muss man aber nicht. Ich werde den Sumpf umgehen. Ich bilde mir ein, wenn ich zu weit nach Westen gehe, und da bilde ich mir wahrscheinlich richtig ein, dann landen wir in unserem Dschungel. Wisst ihr, da wo wir einst den Bambus holten. Ich fürchte immer auch irgendwie, jeder Sumpf könnte dieser Sumpf sein, der neben unserem Dschungel ist, weil da gab es ja auch kein Durchkommen so richtig, ne? Aber hier haben wir die Chance, und das freut mich, Sweetberry Bushes zu finden. Bushes. Oder Füchse zu sehen. Füchse, Papa, Füchse! Ja, aber nur, wenn du es der Mama nicht sagst. Kuh? Da hinten ist ein Tintenfisch, der sehr ins Auge springt. Oh, da ist trockenen Fußes. Ja, trockenen Fußes. Und dann können wir da hochhopsen. Eigentlich so. Ganz elegant. Und dann können wir hier weiter nach Süden gehen. So theoretisch. Denn wir gehen ja in den Süden. Ich möchte aber immer auch über die Kuppen gucken. Man weiß nie, was auf der anderen Seite von so einem Berg liegt. Das kann immer sehr interessant sein. Ha! Füchsi! Hey, Füchsi! Hier ist zur Erde! Ich habe einen Fuchs gesehen. Wo ist er hin? Da hinten! Füchse! Yeah! Und dazu dieser wunderschöne, dieser Song, dieser tolle. Supi. Füchse! So, wo geht dann das hier lang? Na gut, ich werde mal hier unten ein Stück gehen und hoffen aber trotzdem, ich wollte ja so gerne, was ist das denn? Das ist eine Wolke, ne? Da oben habe ich sowas Komisches gesehen, ist schon nicht mehr da. Hallo Fischi, wir schwimmen mit den Fischen. Also ihr könnt nicht sagen, dass ihr nicht ein umfangreiches Programm geboten bekommt. Ich hatte auf die Büsche gehofft und ich habe die Büsche. Yay! Yeah. Büsche! Ja, bitte? Büschis! Gib es mir! So, und da drüben noch mehr Büschis. So, Büschi. Au! Ah! Ich bin aber auch schreckhaft heute. Ja, so geht's auch. Und diesen möchte ich auch gerne noch haben. Au! Wie, ich war da ist überhaupt noch nicht dran. Was bist du für ein... Militanter Busch. Busch, vor allem. Ein militanter Busch. Mhm. Toll. Oh, die Musik ist so schön. Mhm. So. Ich bleibe mal hier am Suffrand. Ja. Sumpfrand. Du hast doch schon wieder gesumpft. Ja, ich bin total besumpft. Mhm.
Geiler Scheiß. Ja. Gut, dass ich gerade Erde in der Hand habe. Das ist sehr hässlich. Ich habe auch mal hier den Dings überarbeitet, übrigens. Den Damage, die Damage. Ne, Destroy Stages. So heißen sie. Die Destroy Stages habe ich überarbeitet. Guck mal. Funktionieren jetzt besser. Die hatten nämlich ein bisschen Probleme mit. Ja, vor allem mit Dungeons 15. Also es betrifft aber nur Dungeons 14. Also bis dato haben die hervorragend funktioniert. Bei Dungeons 14 gingen die Probleme los. Lamas. Aha. Die Lamas sind auch schon da. Warum gehe ich nach Westen? Ich will nicht nach Westen. Ich will doch nach Süden. Aber ich will auch wissen, was da oben ist. So. So. Außerdem will ich den Lamas guten Tag sagen. Guten Tag, Herr Lama. Der Berg ist cool. Wie, der spuckt. Was, ein Mobber? Oh. Angst. Ich glaube, ich habe so viel Kaffee getrunken, deshalb bin ich so schreckhaft. Ich bin tatsächlich schon bei Tasse 5. Der Server, die eine Stunde Server, also Spielwechseln auf unserem Server, von dem Bucket auf den Default-Server, das hat mich viel Kaffee trinken lassen. Jetzt bin ich so ein bisschen ausgekocht, durchgebrüht, ein bisschen übernervös. Ja, der Berg ist cool. Ich gehe immer noch nicht nach Süden, ne? Aber das ist ja ein Sumpf. Mal kurz den Sumpf nach Westen umgehen. Ja, ist klar. 1000 Kilometer später, oh, kurz den Sumpf nach Westen umgehen. Da wird doch nie ein Schuh draus. Oder was hast du dazu? Nicht? Bock, 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 bock. Siehst du, hat doch was zu sagen. Ich wusste doch, es hat was zu sagen. Bock, 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 bock. Noch mehr Sumpf im Süden. Ich nenne ihn den Südsumpf. Da steht ein Fabrikgelände. Nee, doch nicht. Das sind das Esel. Ja, Esel oder Mulis. Man weiß es nicht so genau. Also, hier komme ich niemals nach Süden, wenn da immer Sumpf ist. Aber ich wollte nicht in den Sumpf. Ich fürchte ja wirklich so ein bisschen, wow, dass uns das alles hier so richtig in die Bredouille führt. Nämlich in unseren Dschungel am Ende nur. Und wir gar nichts erreicht haben. Ich vermisse die Journey Map übrigens. Da kann man doch mal auf die große Karte gucken. Dann sieht man, wo man angelatscht ist. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt geht. Aber J drücken bringt nichts. Habe ich schon getestet. Aha, die Lava kommt noch. Die Lava ist noch nicht da. Gucken wir doch mal. Eine Mini-Insel. Schweinchen. Mal schauen, was sie hier jetzt so anrichtet. Das war's. Aber ist nice. Kann ich nicht anders sagen. Jetzt gehe ich sogar nach Norden. Norden ist nach Hause. Ja, cool. So, darüber. Da lang. Da ist ein. Ja, danke, Server, mich zurückzusetzen. Ist super geil. Da stehe ich voll drauf, dann muss ich den Weg einfach nochmal gehen. Das meine ich damit. Das ist 6 GB Arbeitsspeicher, das scheiß Ding, und dann sowas. Immer irgendwo gibt es Probleme mit ihm. Ich finde, das ist einfach, ja, es funktioniert nicht richtig. Und das ist. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber das ist nicht optimal. Die Berge sind cool. Da ist ein Tal. Da kommt ein Wolf hoch. Ja, ich habe leider für dich nur, ich kann dir ein bisschen Gammelfleisch anbieten. Dann bin ich los. Guck mal, magst Gammelfleisch haben? Nee, mehr Gammelfleisch nicht für dich. Magst du vielleicht auch noch Gammelfleisch haben? Guck mal hier, Gammelfleisch für dich. So. So kriegt man sein Zeug auch an den Mann. Wolf, an dem Wolf natürlich. Ist das jetzt wieder Süden? Ja, aber da ist noch ein Riesenberg vor mir. Ich packe schon mal mein Bette aus. Das ist Bette Mittler. Tag der schlechten Wortwitze. Tag? Streiche das Tag. So. Guck
mal, da passen wir durch. Da ist noch ein Wolf, ein Fuchs. Die Roten sind entweder Kommunisten oder aber Füchse, nicht Wölfe. So, da stelle ich das Bett hin und da geht's wieder nach Süden, oder? Sehr gut. Und du kannst nur nachts schlafen. Ja, dann chillen wir die Nuggets. Was machst du denn da? Ich schiele die Nuggets. Ah. So ein schöner Schluck des fünften Kaffee. Immer gut. Kenn ich mir denn? Moin! So. Süden. Das ist wahrscheinlich mich verwirrt. Tada! 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 Ich hätte ja jetzt die ganze Zeit damit gerechnet, irgendwo auch Bienen zu finden. Da fällt mir ein, ich bin nicht im Snapshot. Ich bin ja noch in der 14.4. Was heißt noch? Es ist die aktuelle Version, aber hey! Man hat sich da so dran gewöhnt, aber Pillager-mäßig, ich weiß nicht, ich habe schon in so vielen anderen, wenn ich irgendwo in Let's Play reingucke, zack, Pillager. Hier, nothing. Was ist los mit dir, Welt? Bist du 100% Pillager-free? Wahrscheinlich. Das ist schön hier. Oh, hier könnte man auch sich geil niederlassen, oder? Ich setze mir mal eine Erinnerungsfackel. Die werde ich sicherlich irgendwann wiederfinden. Sieht man die auf der Karte eigentlich? Nö. Ich könnte mir mal ein Kreuz auf die Karte machen, das hier so geil ist. Warte mal. Und zwar, das machen wir so. Das ist ein mysterious ticking noise. Nein, das sieht nicht gut aus. Das wollte ich nicht. Ich wollte es etwas größer machen. Nein, was ist denn los mit mir? Der Kaffee, es tut mir so leid. Ich darf keinen Kaffee mehr trinken vor der Aufnahme in diesen Mengen. So. Da, guck, ich habe ein Kreuz auf die Karte gemacht, siehst du? Ich könnte jetzt mir auch eine Karte machen, wo ich es aufzeichne. Das wäre ja eigentlich eine coole Idee. Zack. Jetzt habe ich hier eine Erinnerung an diese glorreiche Idee. Toll. Sieht man das da überhaupt drauf? Ich weiß nicht, wie ich im Bild stehe, ist klar, aber... Lass nochmal gucken. Naja, geht wohl so. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Karte ist, um es zu sehen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit Minecraft-Karten. Das sind Schafe. Süß. So süß, aber es ist eine erstaunlich homogene Welt. Also man hat nicht das Gefühl, dass man jemals ein anderes Biom als so normale findet, ne? Das ist schon, ein bisschen öde, was das angeht. Aber auch sehr schön. Also die Gegend hier ist echt schön. Murks, Pickwick, du hast doch sanfte Hügel gesucht. Ja, bitteschön, hier sind sie. Der Seed ist ja in der einen Special-Folge drin versteckt. Für den, der diese Welt auch haben möchte. Ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen schwierig zu finden, aber geht. Es haben mittlerweile genug Leute gefunden. Aha, tada. Bin ich wieder zurückgesetzt worden? Ich habe kurz geblinzelt und mir kam es so vor. Tauch mal. Was ist los mit dir? Das taucht doch mal. Dass der die Wasseroberfläche nicht mehr einfach so durchstößt wie früher. Man ist doch früher mal auch runtergegangen, oder nicht? Huch. Entschuldigung, Schaf, ich wollte... Schweine. Schweine. Ich wollte euch nicht erschrecken. Ehrlich. Kugel du di 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 du. Dudel di dudel di dudel di du. Scheiße. Schade, meinte ich natürlich. Schade, ein Berg. Ich will nicht noch weiter nach Westen. Das reicht mir mit Westen, aber da vorne geht's hoch. Na dann, jetzt komm mal runter. Sollen jetzt schwimmen? Oh, wir sind der Weiße. Das Niveau sinkt mit jeder Minute. Sagte ich, sinkt, es ist im freien Fall. Und hier haben wir das Niveau beerdigt. Ey, es geht nach Süden. Ich bin ja fasziniertest.
Und was kriege ich dafür? Wald. Südwald. Das, was ich mir erhofft habe, finde ich hier ja gar nicht, ne? Ich meine, ich kenne die Karte im Süden nicht, also insofern bin ich das Risiko eingegangen, aber hey, bisschen mehr was anderes als Wälder, Wälder, Wälder hätte ich mir schon gewünscht. Wälder und Schweine, Wölfe, Waldwölfe. Ich hätte mir auch eigentlich keine Sorgen um Sweetberry Bushes machen müssen. Sweetberry W. Bushes. So, das wäre Süden, so mehr oder weniger Süden. Also es ist doch eher ein Südwestkurs, den wir hier irgendwie gefühlt aufgezwungenermaßen gehen müssen. Dafür mäßig ist hier ja gar nichts los. Möchte ich an der Stelle auch mal... Was sagte ich gerade? Das ist ja cool. Das ist ja echt... Das ist nice. Cool. Cool, nice. Sehr, sehr geil. Das kannte ich noch gar nicht, das Häuschen. Die Dinger sind übrigens gut im Pillager zu fangen. Ich habe das mit meinem Sohn getestet. Nicht an dieser Stelle hier. Ich gehe mal nach oben, mal gucken, was da ist. Geht so. Geht so mit dem Sein-Bienen. Da ist ein Dingens. Den sollte ich eigentlich mitnehmen, aber ich möchte die Dörfer nicht kaputt machen. Dann haben wir hier einen Schleifstein. Zwei Schleifsteine. Oh, eine Kiste. Was haben wir? Oh, geil. Das ist halt auch Zeug, das man eigentlich immer mitnehmen sollte. Finde ich, aber die 35 Erde, die finde ich dann sehr ungeil. Andererseits, ja, vielleicht für irgendwann mal. Vielleicht braucht das irgendwer mal, der hier vorbeikommt. Noch ein Schleifsteinhaus. Aha, das geht unter. Da habe ich ein Problem, muss ich auch da lassen. Hat jemand noch ein paar Dinger, wenn er herkommt? Schneidet eure Sachen zurück, Leute. Das ist ja kein Zustand. Hallo, du. Das ist ein Waffenschmied. Was haben wir denn da? Ach, Brote, die kann ich drauf stacken. Die kriege ich leider auch nicht unter. Tut mir leid. Da spamme ich mich so. Aha, da ist noch ein... Das Häuschen ist aber... Also das Dorf hier ist sehr viel attraktiver als das andere. Ach ja, gut. Dann nehmen wir noch ein paar Bärchen mit und ein paar Kartoffeln, weil die haben wir sowieso im Inventar. Und der Rest kann leider wieder nicht mit. Die Musik eskaliert langsam. Ach, das ist ja unfassbar hier. Na, ich wollte gerade sagen, noch eine Kiste, aber nie. So. Boah, das Dorf ist ja richtig riesig. Hier war noch ein Häuschen. Aha. Aha, ah, da hinten ist eine Kiste. Oh, zwei Sättel. Ah, was mache ich denn hier nur? Das kann ich doch nicht alles liegen lassen. Ich meine, Sättel sind ja nun nicht was, was einem die ganze Zeit in den Schoß fällt. Das ist ja lukrativ hier. Besser die den Leuten, bitte. Leute, wir hatten das gebaut. So. Oh, noch einer. Ah ja, nochmal. Brote, ja, also Note mit dem Brote und so komme ich nicht mehr. Oh, das ist ja süß, das Haus. Und auch wieder eine Kiste. Und Brote. Also ich dachte nicht, dass ich hier... Da ist noch ein Schwert drin. Also hier kann sich voll ausstatten in dem Dorf. Coole Sache, das. Da oben ist auch noch eine Hütte. Ach, guck mal, ein Lagerfeuer. Kann man leider nicht abbauen. Weiß ich gar nicht, ob das mit Behutsamkeit geht. Oh, der Server. Danke, Nitrado. Danke. Schön, dass ihr nur große YouTuber umsonst gut unterstützt, aber nicht Leute, die seit 2015 jedes Jahr Geld dafür bezahlen, dass das gut läuft hier. Der Support, was der unverschämt zum Teil ist, das kannst du keinem erzählen. Und am schlimmsten finde ich eigentlich auch noch diesen Server-Check, den die haben. Ne? Das geht nicht, den Server neu zu starten. Und der Server-Check sagt, der Server ist okay, alles gut. Und du denkst dir so, da spreche ich mir mal ein. Wofür dieser Server-Check gut sein soll, ich weiß es nicht. Ich reg mich da im Moment ein bisschen auf, es tut mir... Oha. Tja, bitteschön, lieber Golem. Ich hab dich gerettet. Als es dir entgangen ist. So.
so zu doch durchaus zum Schwingen der Musik, haben wir einen Golem gerettet und dann reparieren wir hier das Dorf auch nochmal, weil wir sind hier ja vielleicht nochmal in der Nähe. Das war's mit Erde? Nein, da bin ich noch nicht. Sehr gut. So. Ach, guck mal. Was ein Riesendorf. Der Golem könnte jetzt eigentlich rauskommen, oder? Okay. Das ist überschaubar jetzt. Da hätte ich jetzt Knochen, falls ich einen Hund unterwegs einsammeln möchte. Das ist mir lieber als das hier. Aber ich weiß ja nicht, ob der lebend nach Hause kommt dann, ne? Wenn wir hier einen Hund finden, das kann gut gehen, muss es aber nicht. Beileibe nicht. Da oben ist auch noch irgendwas. Was war das für ein Atmen hier? Was ist los mit dem Dorf? Das sieht auch gefährlich für Villager aus. Dann machen wir es doch zu, ne? Ein bisschen Safety First für Villager. Irgendwann fallen wir dann da rein. So. Was haben wir hier? Eine Kiste. Ach, guck mal, Karten ohne Ende. Oh, lalalala. Mein Bett. So. Passend zur Musik ins Bett gehüpft. Wie geil. So, dann hauen wir das mal wieder weg und dann tun wir hier mal eine Dings. Kann man die stacken, die leeren Karten? Ja, kann man, das ist gut. Papier nehme ich jetzt nicht mit, die Stickies nehme ich mit und dann ein Kompass. Ist ja eigentlich auch geil. Ist ja eigentlich auch geil. Ja, im Zweifel kann ich mir ja noch eine Werkbank machen. Dann nehmen wir den Kompass mit. Dann habe ich einen Kompass. Ich meine nicht, dass den ich hätte machen können. Aber so ist schon cooler. So, was war denn hier oben noch? Hinter dem Haus muss man vielleicht mal eine Fackel anzünden, ne? So. Das Dorf finde ich sehr cool. Fällt mir ganz hervorragend. Ach, hier oben ist das Feld. Da kommt noch niemals Villager hoch. Nee, sehe ich nicht. Hier sind auch gar keine. Jetzt sollten sie es ganz gut hinbekommen, oder? Weiß man nicht. Weiß nicht, ob die da überhaupt hinlaufen. Da läuft jedenfalls einer rum. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn, weil hier brennt ein Feuer, ne? Da ist immer noch der Golem im Loch. Ja. Der will halt nicht da raus, ne? Der fühlt sich da ganz wohl scheinbar, aber er könnte jetzt raus, ne? Sehe ich doch richtig. Oder steckt er da zwischen den Dingern da fest? Das ist ein Problem für ihn hier, hm? So, jetzt gibt es hier diese Wand. Ja, geht schon. Ist hier noch irgendwas, was ich noch nicht kann? Oh, guck mal hier. Ständer. Krass. Das Dorf ist echt krass. Kann ich nicht einer sagen. Habe ich irgendwas zum Braten eigentlich? Ne. Finde ich gut. Gefällt mir sehr, sehr gut, das Dorf. Finde ich richtig, 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 richtig schön. Ach, das war der Schuppen. Aber wir gehen trotzdem weiter nach Süden. Ah, nach Südwesten. Berge, weißt du? Ich bin so voll. Es war auf alle Fälle eine lukrative Entdeckungstour. Die ganzen Sättel und so, die muss man erstmal haben. Gefällt mir sehr gut. Und wieder ein Serverleck. Mhm. Ich meine, wenn man so einen Server Multiplayer-Server aufsetzt, ne? Das geht ja bei Nitrado auch. Mit so 100 Leuten. Ich meine, wir haben ja hier nur 6 Slots, aber dennoch, wenn man da, also, ne? Wie soll denn das funktionieren? Mal blöd gefragt. Das kann ja gar nicht funktionieren. Es tut mir so leid für Nitrado, dass sie es nicht hinkriegen, aber ich mochte die sehr früher. Mittlerweile bin ich nur noch genervt. Nur noch genervt. Wäre sonst immer meine erste Empfehlung gewesen. Weil es einfach einfach ist. Aber gut, es gibt auch andere, die einfach einfach sind. Da habe ich schon mal geguckt und da werde ich jetzt auch nicht sagen, was ich da so geguckt habe, sondern kann ich ja selbst gucken. Aber
Ich kann schlecht irgendeinen unbekannten Serveranbieter empfehlen, ohne da Erfahrung gesammelt zu haben. Dass wenn ich mich darauf verlasse, was dann da steht, ist ja auch nichts. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass unser Server schon seit 2015 am Rennen ist, dieser, ne? Also im Grunde. Dass da im Laufe der Zeit irgendwie so ein bisschen die Ordnerstruktur durcheinander gegangen ist von Minecraft oder so. Aber dafür kriegst du halt auch keinen Support, ne? Das ist denen dann wurscht. Und das finde ich halt sehr unglücklich. Ja, siehst du? Unglücklich. Was ist das denn? Was ist denn da? Ist das eine Wüste? Oder ein Meer? Das sieht nach einem Meer aus. Oder einem See. Nee, das ist definitiv ein Meer. Wo sind wir hier? Wie ist das eigentlich? Bei Bedrock Edition gibt es irgendwie gefühlt dreifach so viele Ertrunkene und auch ständig im Fluss. Und ich sehe hier bei Java Edition sehr wenige Ertrunkene. Das ist für mich ein doch nicht ungravierender Unterschied zwischen den Versionen. Weil du da überhaupt nicht, ja, du kriegst ständig Ertrunkene bei der einen Version, bei der anderen siehst du es nie. Also es ist schon ein bisschen schräg eigentlich. So ein paar Ertrunkene mehr wären vielleicht ganz schön. Und ein paar weniger bei der Bedrock. Also was ich bei meinen Kindern gesehen habe, Alter, das nervt ja schon manchmal auch. Ich bin halt voll der Rumpflamer, ne? So, knack, 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 knack. Immer nur im Jammern. Ja, ja, muss auch mal sein. Nein, eigentlich jammer ich gar nicht. Ich mache eigentlich mir nur Gedanken darüber, warum das so ist. Genauso, warum der Nitrado Support so unfreundlich ist. Mache ich mir auch Gedanken drüber. Was haben die für Nöte? Bezahlt Nitrado so schlecht? Oder schult Nitrado die Mitarbeiter so wenig, dass die so patzige E-Mails und sowas verschicken dürfen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich wollte doch nach Süden, nicht nach Osten. Wenn ich jetzt konsequent nach Süden gehe, dann muss ich ins Boot steigen, ne? Die Frage ist halt, ob ich das möchte. Ob ich wirklich diesen Kontinent verlassen will. Das ist nämlich die große Frage. Und deshalb, da geht's auch jetzt nur noch mehr, ne? Nee, das ist noch was. Ich fahre jetzt mal in die Richtung mit dem Boot. Ich bleib jetzt nochmal hier am Kontinent dran. Hier diese Bucht zu überqueren, dagegen spricht ja nichts. Da ist eine kleine Insel. Das ist natürlich auch hübsch hier. Mit den Bergen. Ist das ein Loch im Berg oder braucht er noch oder was ist da los? Weil das da oben ist hässlich, aber das ist wirklich ein Loch im Berg. Ja, definitiv. Dann fahre ich jetzt halt mal hier in der Küste lang. Was soll denn das? Ist auch mal chillig. Ein bisschen gemütliches Fahren. Mit der Boote. Okay. Das sind mächtige Berge. Und da kommt jetzt der Lavafall runter. Guck mal. Können wir mal zugucken. Da wird Kohle unter sich vergraben, ne? Also verstecken. Fließt denn der lang? Der fließt doch vorne und komplett über die Ecke drüber. Also da so und fällt dann da drüben erst runter. Das wird ein Riesending. Wie ich das richtig sehe, ne? Der wird sich so richtig ausbreiten. Noch dieser Vulkan möchte ich es in dem Fall. Es hat doch was Vulkanisches. Aber krass auch immer, dass diese Lavafälle eben dann so langsam sind erstmal, ne? Wenn du da hinkommst, dann werden die ja erstmal erzeugt hier in so einem Schrank. Und dann braucht das ja gefühlt 1000 Jahre, bis dieser Lavafall dann mal sich so voll ausgebreitet hat. Aber ich hatte recht hier, guck da drüben. Da breitet er sich ganz komplett über, der wird riesig groß. Und dann hier unten wird er jetzt gleich Cobblestone erzeugen. Denke ich mal. Das könnte sein. Ja. Mal gucken, wie weit der sich dann ausbreitet noch auf dem Cobblestone. Mal gucken, ob wir es von hier sehen können. Jetzt geht's ab ins Wasser. Ja, kommt der. Nee, es ist Cleanstone, den er macht, oder? Das ist Cobble, ich weiß es gar nicht.
Ich weiß immer nie, wie die Lava wo reinfließen muss, damit sie dies oder jenes tut. Das kann ich gar nicht so sagen. Aber jetzt haben wir es gleich, ne? Ja. Yep. Da noch ein letztes. Zack. Fertig. Eindrucksvoll. Ich sag mal eindrucksvoll.